Hallo, dieses Video erklärt die Idee der asymmetrischen Kryptographie. Selbst wenn man ein sehr sicheres symmetrisches kryptografisches Verfahren hat, bleibt immer noch das Problem, dass Sender und Absender ein und denselben, deshalb symmetrische Kryptographie, ein und denselben Schlüssel verwenden und dieser gegebenenfalls zwischen den beiden ausgetauscht werden muss, bevor sie kommunizieren können. Man könnte sich nun vorstellen, wenn ein Agent lange Zeit von seiner Geheimdienstzentrale entfernt arbeitet, dass ihm vielleicht ein Schlüssel ausgeht und er dann neue Schlüssel braucht. Dafür wurden sogenannte One-Time-Pads entwickelt. Das ist ja so ein kleines Büchlein mit ganz vielen Schlüsseln. Die wurden immer nur einmal benutzt und dann waren sie quasi verbraucht, ähnlich wie man das beim Online-Banking von den TANs kennt. Und man sieht also am Bleistift und am Fingernagel, dass sie also sehr klein gedruckt wurden, um sie möglichst gut verstecken zu können. Nichtsdestotrotz bleibt aber das Problem, dass wenn so ein Schlüsselbuch entdeckt wurde, dass sich dann die gesamte zurückliegende Kommunikation auch entschlüsseln lässt und wenn das unentdeckt bleibt, der Fund, auch die zukünftige. Und ja, das möchte man vermeiden. Das ist auch in verschiedenen Fällen schon passiert, dass darüber Agenten dann gestürzt sind. Die Frage wäre also, gibt es eine Möglichkeit zu verschlüsseln, ohne dass ein geheimer Schlüssel vorher ausgetauscht werden muss zwischen den Kommunikationspartnern? Betrachten wir hier einmal kurz ein einfaches Vorhängeschloss. Das hat im Grunde zwei Funktionen. Man kann es schließen, indem man den Bügel zudrückt in das Schloss. Dazu braucht es eigentlich keinen Schlüssel und man kann es öffnen, allerdings nur mit dem Schlüssel. Das heißt, nur der Inhaber des Schlüssels kann ein Schloss wieder öffnen. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass man also den Leuten, von denen man später mal in der Zukunft eine Nachricht erhalten will, zum Beispiel in einer Kiste verpackt, die dann mit dem Schloss verschlossen wird, dass man denen also schon zu einem früheren Zeitpunkt einmal eine ganze Menge offener Vorhängeschlösser mitgibt und die könnten dann, wann immer sie mir was schicken wollen, ein Schloss schließen, damit eine Nachricht verschließen und nur ich kann die, wenn die dann bei mir ankommt, wieder aufschließen. Klingt ein bisschen unpraktisch, weil diese Schlösser ja auch was wiegen, man muss die dann also zu den Leuten erstmal bringen. Das wäre also in dieser Variante mit den Vorhängeschlössern bestimmt keine gute Idee, aber wir können ja auch keine Vorhängeschlösser über das Internet verschicken, da braucht man etwas anderes, aber die Idee ist genau dieselbe und die wird heute in ja, vielerlei Hinsicht angewendet. Das ist hier eine kleine Animation, die uns helfen wird, das Verfahren zu verstehen. Wir sehen zwei Kommunikationsteilnehmer, Alice und Bob, die haben jeweils einen Computer. Auf diesem Computer haben sie jeweils einen privaten Schlüssel gespeichert und sie haben auch noch einen öffentlichen Schlüssel und den haben sie beide jeweils auf ihrer Webseite im Internet veröffentlicht. Das heißt, jeder, der Zugriff aufs Internet hat, kann auf der Seite nachgucken, wie der öffentliche Schlüssel lautet. Wenn Alice nun Bob eine Nachricht schicken möchte, dann wird sie Bobs Schlüssel verwenden. Wir kommen gleich dazu, wir schreiben erstmal die Nachricht. Hallo. Und was ihr hier unten seht ist, ich gehe nochmal zurück, dass jeder Buchstabe in eine Zahl übersetzt wird. Und hier kann man schon mal sehen, das A ist also der erste Buchstabe im Alphabet, das H ist der achte. Das heißt, in diesem Beispiel hier wird einfach die Position eines Buchstaben im Alphabet benutzt. Schreiben jetzt mal nicht Hallo Bob, sondern wir sagen Treffen um 4 in Johnny's Bar. So, damit das jetzt nur Bob erfährt, müssen wir die Nachricht verschlüsseln. Wir sehen hier ein Feld anzuwendender Schlüssel. Da muss nun der öffentliche Schlüssel von Bob hinein. Wir können das machen, indem wir den also hier abschreiben, 3 und 51.
Wir können es aber auch bequemer haben, indem wir einfach auf das Symbol hier klicken, dann wird der Schlüssel da reinkopiert. Jetzt gehe ich auf den Knopf Schlüssel auf Nachricht anwenden und wir sehen, hier ist also ein gänzlich anderer Text nun entstanden und auch die Ziffern haben sich hier verändert. Jetzt können wir das Ganze über das Internet an Bob schicken. Wir wechseln jetzt in die Rolle von Bob. Wir sehen, Bob hat jetzt Zugriff auf seinen privaten Schlüssel. Aus Bobs Sicht kennen wir natürlich den privaten Schlüssel von Alice nicht. Bob benutzt nun den privaten Schlüssel und kopiert ihn in sein Feld, um die Nachricht zu entschlüsseln. Und siehe da, nur Bob hat nun erfahren, Treffen um 4 in Johnnys Bar. Ja, was wir sehen ist, dass immer zwei Schlüssel zu einem Paar gehören, die dann zueinander passen, ähnlich wie das Schloss ein ganz bestimmtes Vorhänge, wie der Schlüssel ein ganz bestimmtes Vorhängeschloss wieder öffnen kann. Was wir auch sehen, ist, dass über das Internet tatsächlich nur die verschlüsselte Nachricht versendet wurde, aus der wir nicht schlau werden. Und auch sonst niemand. Ja, wenn das Ganze jetzt andersrum laufen soll, Bob sagt okay und Alice soll das nun empfangen, dann soll in dem Fall Alice mit ihrem privaten Schlüssel das entschlüsseln können. Das heißt, Bob muss den öffentlichen Schlüssel von Alice kopieren, um die Nachricht zu verschlüsseln, schickt das wieder übers Internet und an Alice Stelle kann sie nun den privaten Schlüssel anwenden auf dieser Nachricht. Und Alice weiß nun, Bob weiß nicht nur Bescheid, er ist auch noch einverstanden und das Treffen findet statt. Ja, ihr könnt das Ganze nun nachvollziehen, indem ihr hier diese Animation aufruft und einfach mal versucht, Nachrichten hin und her zu schicken. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr es verstanden habt, ob ihr die Schlüssel in der richtigen Reihenfolge verwendet. Denn nur dann werden die richtigen Nachrichten wieder entstehen. Ansonsten ist das auch nochmal hier weiter unten ausführlich erklärt.